Alex Plenagel ist endlich angekommen. Dort, wo er seit 2 Jahren hin will. Mit 21 fährt der kernige Bayouvar seine erste Motorsportsaison. Die Faszination für Geschwindigkeit hat in Plenagels Leben schon immer eine Rolle gespielt. Damals sah dies aber meist so aus. Ich habe mit 3 Jahren zum Skifahren angefangen. Habe dann festgestellt, oder meine Trainer haben festgestellt, dass ich gut fahre. Und dann bin ich in verschiedenste Rennen gefahren, habe öfters gewonnen und dann ist es halt Schritt für Schritt nach oben gegangen. 3 Jahre war Plenagel Kadermitglied im Bayerischen Skiverband, trainierte mit Slalomgrößen wie Felix Neureuther. Doch trotz vieler Erfolge entschied er sich gegen eine Karriere auf 2 Brettern, auch aus klimatischen Gründen. Du reist zu die ganzen Rennen an und dann sagst du dir halt als Fahrer, weil du weißt, du hast was drauf, kannst was leisten, aber du kannst das nicht umsetzen, weil eben kein Schnee da ist und die Rennen nicht stattfinden. 2007 der Karriere-Neustart. Jetzt war Rasen auf 4 Rädern angesagt. Ein Rennfahrer-Casting unter Leitung von Ex-DTM-Meister Manuel Reuter half bei der Umschulung. Gibt's nichts zu deuteln, bis dabei. Glückwunsch. Aus der Schneekanone Plenagel wurde ein Benzin-Junkie. Der Lohn? Die Teilnahme am 24-Stunden-Rennen 2008. Doch dann der Schock. Bereits im Zeittraining überschlägt sich sein Teamkollege. Totalschaden. Der Traum vom Nordschleifen-Klassiker geplatzt. War schon ein richtiger Schlag ins Gesicht, muss man sagen, weil eure Vorbereitung ist lange Zeit. Hab mich richtig drauf gefreut und das Schlimmste für mich war eigentlich, ich habe nicht sagen können, was ich eigentlich drauf habe. Also wie schnell das ich bin. Zeigen kann er das nun im Seat Leon Supercoppa. Nach seinem 6. Platz in Rennen 1 nun die Pole für den Bayern in Rennen 2. Und er zeigte gleich sein Talent. Plenagel erwischte einen hervorragenden Start und brachte schnell mehr als eine Wagenlänge zwischen sich und das Feld. Shane Williams ging gleich innen vorbei an Philipp Leisen in Rot. Thomas Marschall konnte seinen 6. Platz gerade noch so gegen Freddy Barth verteidigen. Einer wurde jedoch vermisst beim Start, Christa Jöns. Die Folgen des Unfalls in Rennen 1 waren immer noch zu spüren. In diesem Fall war das Problem die Servopumpe. Trotzdem schickte man Jöns wieder ins Rennen, allerdings mit einer Runde Rückstand. Der Titel war weg. Vorne also Plenagel und Williams. Dahinter machte Sawicki auf sich aufmerksam. Der Pole kämpfte nun um die Vizemeisterschaft und ging vorbei am Schweden Rosenqvist, der bereitwillig Platz machte. Shane Williams versuchte das Gleiche mit Alex Plenagel, war aber zu spät auf der Bremse und rutschte ins Kiesbett. Der südafrikanische Heißsporn war erst Mitte der Saison vom Kap der guten Hoffnung zum Kap der schnellen Spanier gestoßen. Plenagel blieb vorn, Thomas Marschall schlüpfte vorbei, war 4. und auf dem Weg zum 3. Titel im Seat Leon Supercoppa. In Runde 12 versuchte es dann Sawicki an gleicher Stelle wie Williams kurz zuvor. Und er machte es besser, ging Ausgangsstartziel vorbei an Alex Plenagel. Der Teamkollege hatte sich aber verdächtig dünn gemacht. Das roch ein bisschen nach Teamorder. Der Alex hat mich passieren lassen. Einmal vielleicht wegen der Meisterschaft, dass ich mehr Punkte einsammeln kann. Und zweitens, dass er sich an mir ziehen kann. Ich habe halt gemerkt, dass ich die Pace von Damian noch nicht mitgekommen. So weit bin ich einfach noch nicht. Und bevor wir da uns in die Rangelei kämen, haben wir das so geregelt. Die Rennleitung hatte auch nichts gegen diese Regelung. Sawicki also vor Plenagel und Rosenqvist. Thomas Marschall folgte auf der 4. Es waren nur noch wenige Meter zum Titel. Und dann war es soweit. Sawicki gewann. Auf dem 4. Platz kam der Karlsruher ins Ziel. Christa Jöns holte sich zwar noch einen Punkt für die schnellste Rennrunde, wurde aber nur 21. Danke. Thomas Marschall nun uneinholbar vorn. Das Team gratuliert.